Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch gerne zeigen, was ich gebastelt habe. Und zwar aus diesen Blöcken. Die habe ich mir vor längerem mal von Action mitgenommen, also gekauft, zwei Pakete und hatte die ganze Zeit hier liegen. Ich hatte ja eigentlich schon die ganze Zeit mit den Gedanken gespielt, die zu bebasteln, aber naja, bin ich erst nicht zugekommen, aber jetzt. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich gemacht habe und gebe euch dann auch gleichzeitig die Maße durch, falls jemand das gerne nachbasteln würde. Okay, also aus diesen Blöcken A6 habe ich das gebastelt. Also die Blöcke bräuchtet ihr dann dafür, wenn ihr genau das jetzt basteln möchtet, was ich euch zeige. Okay, und zwar habe ich dieses. Also zwei Büchlein gebastelt. Ich zeige euch erstmal das hier. Ich habe hier einen Magnetverschluss genommen. Hätte ich mir eigentlich sparen können, weil das bleibt nämlich auch so zu. Aber das ist ja egal. So. Könnt ihr sehen. Dann hätte ich nämlich hier noch so eine Ecke hingemacht, anstatt den Magneten. Aber egal. So. Und so habe ich das dann gebastelt. Ich habe den Block an sich nochmal gebastelt. Also ihr wisst ja, das sieht ja normal von oben so aus. Und ja, man könnte es auch so lassen, aber ich wollte das irgendwie so ein bisschen passend haben, so zum Cover. Mal, wisst ihr, was ich meine? Also nicht, dass man gleich sieht, dass da ein Actionblock drin ist. Deshalb habe ich auch auf beiden Seiten. Hier habe ich dann, geht nicht, auch noch was reingeklebt und hier unten so ein Spruch. Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst. Ich glaube, das passt ganz schön hier so, der Spruch. Ich pack das mal so hin, das ist dann, klappt man dann halt so auf, ne? So. Kugelschreiber habe ich jetzt so. Keine Halterung oder so gemacht, das habe ich hier oben einfach so, also, naja, wie sagt man so, eingehangen, ne? Da ist ja dieser Pinippel und kann man das ja so einhängen. Und hier habe ich halt dann noch einen Kalender von 2020 reingeklebt. So, das war's schon. Im Grunde genommen braucht ihr nur ein Stück Cardstock, also ich glaube, meins, müsste das jetzt gleich nochmal gucken. Ich glaube 230. Ich schreibe euch das unten in die Infobox, ja, was für ein starkes Cardstock ich genommen habe. So. Und die Maße, das habe ich ja hier stehen. Das ist einmal 26,2 und 15 in der Höhe. Dann habe ich es bei 12,5 gefalzt, einmal umgedreht und nochmal bei 12,5 gefalzt. Und dann hat man schon dieses Mäppchen und halt bekleben, fixieren, wie man Lust hat, drauf los. Man muss jetzt nicht so verrückt sein wie ich und den Block an sich auch noch bebasteln. Aber ich weiß nicht, ich denke, ich werde das vielleicht mal verschenken oder vielleicht verlosen, ich weiß noch nicht. Und dann finde ich das irgendwie schöner, wenn der Block auch noch verziert ist. Deshalb habe ich den hier beiden Seiten gemacht. So, falls noch Fragen sind zu der Herstellung von diesem Notizblock, stellt mir das in die Kommentare. Ich beantworte. Falls ich irgendwann jetzt nicht gedacht habe, dann tut mir das leid, aber dann werde ich das in die Kommentare beantworten. Aber eigentlich ist das alles, was ihr wissen braucht. Wirklich nur diese 26,2. Und dann halt die 12,5 drehen und wieder bei 12,5 falzen. Das war's schon. Das macht ja jeder auf, wie er möchte. Hier dieses Designerpapier. Ich mache meistens so 4 bis 5 mm kürzer und schmaler und klebe es dann drauf. Aber jeder, wie er möchte. So, wie gesagt, das hätte ich mir eigentlich sparen können. So, und jetzt möchte ich euch zeigen. Dasselbe habe ich nochmal gemacht mit ganz anderem Designerpapier und ganz anderen Farben. Und das wirkt gleich ganz anders. Mit Eulen. Jetzt guckt mal.
Ist genau dasselbe. Genau dieselben Maße. Die habe ich zwar auch Magnet genommen, aber wie gesagt, ich war ja mittendrin beim Basteln. Hätte ich das vorher gemerkt? Bleibt doch zu, braucht man doch gar nicht eigentlich. Aber nun ja, jetzt ist er dran, der Magnet. So, das ist dann halt alles ein bisschen bunter und bunter und eulenmäßig. Hier habe ich auch den Block an sich nochmal gebastelt. Und hier hinten auch. Das sind die Sticker, die habe ich von der Sandra kürzlich bekommen. Wisst ihr noch? Die waren in der Ü-Post drin, ne? Und die habe ich gedacht, die passen hier ganz gut hier zu dem Eulen-Notizblock. Das möchte ich mir noch überkleben. Das habe ich jetzt vergessen. Hier dran habe, also bei dem habe ich dran gedacht, da habe ich ein Stück Pappe drüber gemacht. Weil hier ist dieses, na, wie heißen die? Ach, diese Klemmen, aber die kann ich nicht abmachen. Ich denke, dann würden die ganzen Papiere einzeln zerfleddern. Deshalb werde ich das nachher auch nochmal überkleben. So. Genau dieselben Maße. Und wie gesagt, genau die Blöcke. Zwei von diesem Set. Man bekommt ja immer drei, ne? Also so ein Dreier-Set. Und den Kalender. Ich denke mal, die kleinen Kalender hat fast auch jeder zu Hause. Und ich hatte ja angedeutet, dass ich auch gern so ein Notiz-Mäppchen mal mit so einem Kalender machen möchte. Ich habe zwar nicht gedacht, dass ich noch dazu komme, aber ich habe es doch geschafft. Ich habe gesagt, doch, jetzt setz dich mal hin, du hast das so im Kopf und ich wollte das jetzt umsetzen. Und so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Es wird immer ein bisschen anders, wie man es sich hier vorgestellt hat, aber das spielt ja keine Rolle. Aber zumindest habe ich es doch noch dieses Jahr geschafft, es umzusetzen. Trink mal ein kleines bisschen. Und habe gedacht, ich zeige es euch auch gleich. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Wie gesagt, vielleicht verschenke ich es. Vielleicht kommt das noch irgendwo auf dem Weihnachtsgeschenk drauf. Die beiden habe ich gemacht. Ganz, ganz einfach. Nur, wie gesagt, ich muss nachher nochmal gucken, welche Stärke mein Cardstock hat, damit ihr Bescheid wisst, dass ihr nicht zu dünnes nehmt, ne? Weil ein bisschen muss es ja schon aushalten. Die Blöcke sind ja ein bisschen schon ein bisschen robuster als die normalen Kellnerblöcke, haben auch doppelt so viele Blätter. Deshalb sollte das schon ein etwas stabilerer Karton sein, den ihr dafür verwendet. Gut finde ich halt, dass es Linien hat. Das ist fast für jeden, falls ihr das vielleicht auch für jemanden macht in der Berufsschule oder studiert, finde ich immer sehr schön, dass hier halt auch Linien sind. Ich kann zum Beispiel nicht schreiben, wenn ich keine Linien habe. Das ist immer, wenn ich auf eine Karte schreibe, ich weiß nicht, geht euch das auch. Ich bin irgendwie so die, also so schreibe ich, wenn ich nicht aufpasse. Selbst wenn ich aufpasse, egal, ich höre trotzdem schief. Deshalb mag ich immer die Blöcke mit Linien. So. Das habe ich jetzt gebastelt. Ich hoffe, es gefällt euch und ich habe euch damit inspiriert. Vielleicht braucht der eine oder andere auch noch ein Geschenk für jemanden und denkt, ja, genau, das mache ich jetzt. Das habe ich auch alles zu Hause und dann sage ich mal, viel Spaß, legt los. Also es geht eigentlich ratzfatz, wenn man weiß oder sich vorstellt, wie man es gerne haben möchte. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht weiter zu erzählen. Da glaube ich an alles gedacht. Wer möchte, kann sich natürlich noch extra den Stiftenhalter da reinmachen. Ich hatte jetzt auch keinen zu Hause. Ich weiß ja, dass die Sandra, die hat mir gesagt, dass die von ihrem Mann hatte. Aber ich denke mal, so geht das ja auch. Wenn man das hier so hinterhakt. Das ist ja auch nicht ganz so stramm. Das übrigens, der passt auch gut rein. Der war, ist auch von ihr. Nochmal danke, lieb Sandra. Der silberne. Bei dir habe ich jetzt einen blauen reingemacht, von mir. Der passt in dein Notizblock auch rein. Der blaue. Und
Das ist dann halt die Rückseite und wie gesagt, es klemmt hier auch nichts ab, weil das nicht so stramm ist. Das war's. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, wieder was von mir zu hören und zu sehen. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber so in der Vorweihnachtszeit ist man ja immer so ein bisschen beschäftigt, ne? Mit Einkäufe und dekorieren und putzen und sauber machen. Also nicht, dass man das ganze Jahr das nicht macht. Ach, ihr wisst, was ich meine. Also, ich wollte halt nur sagen, Piep, ich bin noch da und ich habe auch wieder ein bisschen gebastelt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und gebt mir mal Feedback, falls jemand sagt, ich bastel das jetzt auch, ob ich alles richtig weitergegeben habe oder ob ich, wie gesagt, irgendwas vergessen habe. Aber nee. Wenn man erstmal das Mäppchen hat, dann ist der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Dann kann man da draufkleben und draufbatschen, was man möchte. Halt den Block und den Kalender nicht vergessen, ne? Weil ist ja ein Notizblock mit Kalender. Ansonsten, dann, wie gesagt, viele werden die Blöcke noch zu Hause haben. Und Minimum drei Geschenke, weil es ist ja ein Dreier-Set. So. Sonst habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt. Hier habe ich halt verziert, hier auch mit den Ecken. Wollte hier nochmal die Rückseite sehen. Da habe ich so ein. Ja, braucht man eigentlich nicht, ne? Die Rückseite. Aber wir Bastler, wir sind so. Wir wollen es dann, wenn dann, überall dekoriert haben. Mal gucken, ob ich noch welche mache. Aber ich möchte das Paket jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt aufreißen. Solange es nicht notwendig ist. Die hatte ich jetzt noch offen. Und deshalb habe ich mich dran gesetzt und gemacht. Ach. Lass mal kurz, ob ich an alles gedacht habe. Ihr könnt das noch mal kurz auf euch wirken lassen und ihr schaltet ab. Ich bin noch mal kurz am. Ah, doch, ich habe alles gesagt. Ja. Wie gesagt, falls ich was vergessen habe, fragt mich. Ich tue dann in den Kommentaren Antworten, okay? Ihr kennt mich ja. Ich bin da eigentlich ziemlich fix. Wenn nicht gleich sofort, aber spätestens am Abend oder zu meiner Nachtzeit antworte ich euch, okay? So. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, meine Lieben. Bis bald. Bye.